Also, das ist jetzt ungefähr mein dritter Anlauf. Aber eine neue Brille ist wie ein neues Leben. Da drückt es manchmal ein bisschen falsch. Was ist es, was dein Körper dir sagt, eben wenn du eine Brille brauchst, wenn du nicht mehr so scharf sehen kannst oder wenn du übersichtig bist, wenn dein Kopf brummt, wenn dein Knie wehtut, wenn du so davonhängst oder wenn du Rückenschmerzen hast? Das ist eine Sprache, ein Teil der Kommunikation, die wir, so wie Französisch wörtlich, wow, ich die gehasst habe. Die Emotionen haben gefehlt. Und der Körper ist voller Emotionen. Du bist voller Emotionen. Und genau das möchte ich mit euch rüberbringen, mit euch üben. Ja, wie Französisch wörtlich. Man muss üben. Und ich mache jede Wette mit dir. Die blödesten Anekdoten, die schlimmsten. Eine davon kann ich dir gerade jetzt sagen, das war mit im Englisch. Da gibt es doch da das schöne L für am Auto und das GB. And exactly this. L means learning and GB means getting better. Und das machen wir zusammen. Zusammen üben, was will dein Körper dir sagen? Was ist Kopfschmerzen für dich? In die nächste Apotheke Medikamente kaufen? Oder verstehen, was er dir mitteilen will. In diesem Sinne, hey, let's talk about. Tschüss.